Hallo im Küchengarten, heute mal wirklich wieder aus dem Küchengarten. Es ist zwar eiskalt, wir haben jetzt in der Nacht immer noch Minusgrade. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, der Rauch, der hier beim Sprechen, der Atem, der Warme, der in die Luft, in die eiskalte Luft entweicht. Aber trotzdem gibt es auch jetzt im Jänner schon einiges zu tun. Es ist an der Zeit, damit anzufangen, etwas vorzubereiten für frühes Gemüse, das nicht so frostempfindlich ist, nicht so kälteempfindlich. Klar, wenn wir in der Nacht jetzt größtenteils -3, -4, -5 Grad haben, ist der Boden hier draußen gefroren. Allerdings im Gewächshaus ist die Erde, die habe ich ja in so einem hochbeetartigen Konstrukt, dort ist die Erde nach wie vor fein krümelig und nicht gefroren. Und dort gehe ich jetzt hinein. Ich war auch ein bisschen faul und habe die alten Kulturen noch nicht entfernt. Da werde ich jetzt vorbereiten für Salate, ein bisschen Rotkohl und auch Kaffeeol, also Blumenkohl. Den habe ich jetzt schon ausgesät und der wird dann zuerst ins Gewächshaus kommen, damit ich ihn dann schon möglichst früh ernten kann. Ja, hier drinnen in meinen Beeten habe ich noch eine ganze Reihe von roten Rüben von Randig. Die sind irgendwie nicht gut gewachsen. Ich glaube, die habe ich zu spät eingesetzt. Klar könnte ich die jetzt noch drinnen lassen und weiter wachsen lassen, aber ich möchte ja hier was anderes rein und ich möchte das Beet mit Nährstoffen, mit Bocage aufwerten und dazu brauche ich den Platz, um einen Teil der Erde herauszunehmen. Bocage einzufüllen und die Erde dann wieder drauf zu geben. Ich hatte hier auch noch Paprikapflanzen drin, die habe ich jetzt Gott sei Dank mittlerweile rausgerissen. Und diese kleinen roten Rüben,
Die werde ich einfach für unsere Degus, für unsere hamsterartigen Meerschweinchen aus Chile, die wir ja im Haus haben, verwenden. Die lieben die. Sowohl die Blätter als auch die Rüben selber. Die Kabel, die da überall zum Vorschein gekommen sind, also eigentlich die Schläuche, das ist so eine Solarbewässerungsanlage, so eine kleine von der türkis-pinken Firma. Mit der war ich eigentlich sehr zufrieden. Musste ich im Gewächshaus nicht gießen gehen, da kann man Intervalle einstellen. Super, die werde ich jetzt auch entfernen und dann fürs nächste Jahr aufrollen. Für die nächste Saison, damit ich hier weiter arbeiten kann. Hier sieht man recht schön, dass der Inhalt dieses kleinen Hochbeetkastens im Gewächshaus recht eingesunken ist. Also wie ich es befüllt habe, ist es bis hierauf zur Folie gegangen. Das sind jetzt gut 10 cm, die das eingesackt ist. Das heißt, ich müsste sowieso auffüllen, aber ich möchte hier natürlich sehr viele Nährstoffe reinbringen, damit ich hier die unterschiedlichsten Kulturen übers ganze Jahr kultivieren kann. Also jetzt im Frühling möchte ich frühe Sachen hier reintun. Wenn die abgeerntet sind, kommen dann hier die Paprikapflanzen hinein, damit sie es schön warm haben. Und was mache ich jetzt? Jetzt werde ich das obere Schicht Erde zur Seite schieben. Tut mir leid, ihr Regenwürmer. Dann werde ich eine Schicht Pokagi hier einarbeiten und dann die obere Schicht wieder drüber. Juch, der ist ganz schön schwer. Das ist reifer Pokagi, den sammle ich drinnen im Haus. Jetzt im Winter etwas konzentrierter, also intensiver als das Jahr über. Da gebe ich viel mehr auf den Kompost. Aber jetzt im Winter ist das super. Erstens muss ich nicht nach draußen. Und er ist viel schneller einsatzbereit und ich kann ihn dann im Frühling oder auch jetzt, wie ihr seht, schon für meinen Garten verwenden. Das ist ein voller Kübel, den werde ich jetzt hier im Gewächshaus verwenden. Drinnen ist der nächste schon in der Arbeit. So. Das Tolle ist, hier drin kann der jetzt schon arbeiten, in den nächsten 4 bis 6 Wochen vererden. Und dann habe ich hier schon einen tollen Start für die frühe Pflanzsaison. So, haben wir da mal eine gute Schicht raus. Das ganze Prickeln für mein Beet hier, auf 3 Partien werde ich das machen. Immer noch nicht leicht geworden.
Kashi darf hier vererden. Die Regenwürmer werden sich da aber auch ganz gewaltig freuen. Juhu! Jetzt habe ich hier noch so ein Licht-, Luft- und wasserdurchlässiges Gartenvlies. Das werde ich jetzt über diese frisch aufbereitete Erde drüber breiten, dass sie noch zusätzlich vor Frost geschützt ist und der Bocage und die Würmer und die Bodenlebewesen, die Mikroorganismen da drinnen, schön arbeiten können. Jetzt habe ich was geschafft, obwohl es so eiskalt ist, aber jetzt habe ich für heute genug. Jetzt gehe ich hinein und trinke einen heißen Tee. Jetzt bin ich doch ganz schön durchgefroren und wahnsinnig viel habe ich im Garten auch nicht geschafft. Aber ein bisschen was ist weitergegangen und das gibt so ein gutes Gefühl, sich die Hände mal wieder dreckig zu machen, etwas für die neue Saison zu tun, sich wieder mit dem Garten und der Erde zu verbinden. Ich werde mich jetzt hier an meinem Tee aufwärmen. Euch danke ich sehr fürs Zusehen. Ich würde mich über einen Daumen rauf, ein Abonnement, ein Like, einen Kommentar wieder sehr freuen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und freue mich auch darauf, dass wir uns nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!